Hallo ihr Lieben, willkommen zu dieser Buchrezension. Ihr müsst das Outfit nehmen, was ihr auch im letzten Lesemonat gesehen habt, denn den habe ich gerade eben gedreht. Und ich hatte Lust, über dieses Buch zu sprechen. Und zwar von Melanie Rabe, Die Falle. Dieses Buch habe ich in meiner unfassbar grandiosen Leserunde All You Can Read zusammen gelesen. Ich verlinke euch die Mädels unten in der Infobox. Schaut da mal vorbei. Die liebe Ruth von Zwischen 1000 Zeilen hat auch schon eine Rezi zu dem Buch online gestellt. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich weiß aber, wie die Mädels das Buch empfunden haben. Und es war wieder grandios, sich auszutauschen. Ich wiederhole mich, es macht unfassbar viel Spaß, mit den Mädels zusammen zu lesen. Abschnitteweise, wir tauschen uns dann immer über WhatsApp, Sprachnachrichten und auch Texte aus. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben dieses Buch ziemlich gefeiert. Nur beim Ende waren wir uns nicht ganz so einig. Und ja, hier bekommt ihr jetzt meine Meinung. Und ich blende euch das Buch ein, denn ich habe es auf dem Kindle gelesen. Erschienen ist es im BTB Verlag und hat 350 Seiten. Es ist ein Einzelband, also keine Reihe. Und das erste Buch, was Melanie Rabe veröffentlicht hat. Das war schon in 2015, aber ich finde, Bücher sind ja zeitlos. Die kann man immer lesen. Deswegen macht es ja auch so viel Spaß, in dieser Community unterwegs zu sein und sich ja anfixen zu lassen von anderen Leseratten. Nach Die Falle kam 2016 Die Wahrheit, Der Schatten in 2018 und für Ende diesen Jahres ist noch Die Wälder geplant als neues Buch von Melanie Rabe. Und so viel schon mal vorweg, ich werde von der Autorin definitiv nochmal etwas lesen, denn es war ein 5-Sterne-Buch für mich. Worum geht es in dem Buch? Es geht um Linda. Linda ist eine erfolgreiche Autorin und sie lebt sehr zurückgezogen in ihrer riesigen Luxusvilla am Starnberger See. Und ja, zurückgezogen trifft es nicht ganz, denn sie hat seit 11 Jahren dieses Haus nicht verlassen. Sie bekommt ein bisschen Besuch von ihrem Verleger, das ist auch gleichzeitig ihr bester Freund. Sie hat eine Assistentin und bekommt natürlich Dinge geliefert, hat auch einen Gärtner, aber sie verlässt nie das Haus. Ach, und einen Hund hat sie auch, den Bukowski, der auf sie aufpasst. Sie hat ein schreckliches Geheimnis und das ist auch der Grund, warum sie das Haus nie verlassen hat, denn vor 12 Jahren wurde ihre Schwester ermordet, ihre jüngere Schwester, glaube ich, genau. Und ja, sie hat sie aufgefunden, tot in ihrer Wohnung und hat auch noch den Mörder gesehen, kurz bevor er geflohen ist. Sie hat ihm in die Augen geschaut und ja, seitdem, also ein Jahr nachdem dieser Vorfall war, hat sie sich eben komplett zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, gibt auch so gut wie keine Interviews, lässt niemanden an sich ran, außer eben diese ganz engen Freunde und ja, fristet so ein bisschen ihr Dasein, wobei, wie gesagt, es ist eine mega Luxusvilla. Also das ist auch ganz toll beschrieben von Melanie Rabe. Ich konnte dem richtig folgen und hätte richtig Lust, in dieser Villa auch mal zu wohnen. Aber bitte nicht für 11 Jahre. Das Buch fängt damit an, dass Linda im Fernsehen eine Sendung schaut und dann plötzlich den Mörder sieht. Den Mörder ihrer Schwester, den Mann, den sie dort gesehen hat, vermutet gesehen zu haben. Auf jeden Fall löst es etwas in ihr aus. Sie bricht natürlich komplett zusammen. Und dann berappelt sie sich aber wieder und schmiedet einen Plan. Ja, sie will ihm eine Falle stellen. Und darum und noch um mehr geht es in diesem Buch. Mehr möchte ich gar nicht verraten, denn das soll spoilerfrei bleiben. Ihr sollt dieses Buch nämlich lesen, denn ich fand es richtig gut. Ja, was fand ich so gut an dem Buch? Zum einen auf jeden Fall der Schreibstil. Melanie Rabe hat es unfassbar gut drauf, Gefühle zu transportieren, Gefühle ihrer Protagonisten. Wenn Linda hektisch ist, dann verändert sich auch die Sprache. Es wird abgehackter, die Sätze werden abgehackter, schneller, zackiger. Wenn es ihr besser geht, dann ist die Sprache teilweise regelrecht poetisch, aber nicht abgehoben, sondern wunderschön. Ich habe mir sehr, sehr viele Zitate markiert, die einfach gut waren, die einfach mir gut gefallen haben, etwas in mir ausgelöst haben, die ich nachvollziehen konnte. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein Buch, was sich sehr schnell weglesen lässt, aber trotzdem Spuren hinterlässt. Und ohne, dass das jetzt irgendwie abwertend oder sonst was klingen soll, ich finde, man merkt, dass es eine Frau geschrieben hat und kein Mann. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Fitzek oder ähnliches. Die Sprache ist schon anders und ja, das gefällt vielleicht auch nicht jedem. Für mich war es einfach genau das Richtige. Auch hat Melanie Rabe in diesem Buch ein ganz spannendes Stilmittel verwendet. Es gibt nämlich ein Buch im Buch. Wie gesagt, die Linda ist ja Autorin und ja, ne? Es gibt auch ein Buch im Buch. Und dieser Wechsel zwischen den Buchszenen und der realen Welt war unfassbar spannend. Wir haben dadurch 3 Protagonisten, 2 aus dem Buch und eben Linda als Autorin, wie sie die Falle stellt und den Mörder ihrer Schwester fassen möchte. Und tatsächlich fand ich alle 3 Erzählstränge gut. Man ist halt immer
die Autorin spielt sehr ja, mit der Frage, was ist jetzt real, was ist ausgedacht, was ist aus dem Roman, was ist wirklich passiert. Das ist super interessant und spannend und das ist auch ein Thema, was wir ständig in der Leserunde hatten, wo wir uns gefragt haben, stimmt das jetzt, ist das so gewesen oder kann das überhaupt sein? Also man ist mit am Rätsel, mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht und ja, das ist ein sehr cooles Stilmittel, was ich glaube ich so in dem krassen Maße noch nicht hatte in einem Buch. Man steckt halt wirklich im Kopf der Protagonisten drin. Zumindest schreibt Melanie Rabe so gut, dass das für mich absolut funktioniert hat. Und man fragt sich halt immer, wem kann man eigentlich trauen? Und meine Meinung zu dem Trauen hat sich auch regelmäßig gewandelt. Wenn ich dachte, jetzt bin ich auf der sicheren Seite, weiß, was passiert, dann kam plötzlich wieder was anderes. Und es sind auch viele Cliffhanger in dem Buch, was mir richtig gut gefallen hat. Man will halt immer weiter und weiter lesen. Zum Ende kann ich natürlich inhaltlich nicht viel sagen, nur dass es mir persönlich sehr gut gefallen hat. Wir waren uns da nicht ganz einig in der Leserunde. Ich kann auch ein paar Punkte verstehen, ohne zu spoilern. Es ist ein Ende, was Fitzek zum Beispiel so nie geschrieben hätte. Fitzeks Enden sind oft aber auch sehr, tja, nicht sehr vorhersehbar, sehr konstruiert, ist vielleicht zu hart, aber ziemlich crazy manchmal. Und dieses Ende hier war realistisch. Ich habe das so nicht vorhergesehen in der Gänze, aber mir hat das einfach auch durch diesen Realismus gut gefallen. Und Carly hat das in einer wunderbaren Sprachnachricht formuliert gehabt und ich habe das nur gefühlt, dass mir das Ende gut gefallen hat. Ich kann mich manchmal nicht so gut ausdrücken und weiß manchmal auch nicht, warum genau es mir so gut gefällt. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, weil es ein gutes, realistisches Ende ist, mit dem ich einfach unfassbar gut klarkomme, mit dem ich lebe und wo ich nicht denke, ja mei, wie hätte ich das denn erahnen sollen. Es ist auf jeden Fall ein Buch, es ist auf jeden Fall ein, nenne ich es mal, One-Night-Book. Denn wenn man einmal angefangen hat zu lesen und man hat die Zeit, dann liest man da durch. Tatsächlich wurden wir natürlich ein bisschen durch die Leserunde gebremst, weil wir uns Abschnitte gemacht haben. Diese Abschnitte wurden aber immer schneller gelesen, weil wir immer süchtiger wurden nach diesem Buch. Und es zeigt einfach, dass es ein tolles Buch ist, um sich auch auszutauschen oder es einfach wegzulesen alleine. So viel also zu diesem wunderbaren Buch, was mir so richtig, richtig gut gefallen hat. Also ich glaube, dieses Jahr ist wirklich ein tolles Thriller-Jahr. Das hätte ich gar nicht so erwartet, weil der Anfang war ein bisschen mau. Ich dachte ja schon, ich hätte so eine Thriller-Flaute. Aber dann kam ja Krähenmädchen. Die Rezension verlinke ich euch auch mal. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Ein 5-Sterne-Buch. Und ja, jetzt war es Melanie Rabe mit Die Falle, auch das nächste 5-Sterne-Buch. Also so kann es im Thriller-Genre sehr gerne weitergehen. Ich habe noch die ein oder anderen Thriller, die ich gerne lesen möchte. Ich habe jetzt schon zu viele Videos hier gedreht. Und ja, es kann gerne so weitergehen. Wie gesagt, Melanie Rabe habe ich auf dem Radar. Da möchte ich gerne noch was von der Autorin lesen und bin auch gespannt, was dann Ende des Jahres rauskommt. Die Wälder klingt auch schon mal spooky und ja, ich weiß gar nicht genau, worum es da geht, aber das werde ich in Erfahrung bringen. Und ja, jetzt schreibt mir doch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr Melanie Rabe kennt. Kennt ihr vielleicht Die Falle oder ein anderes Buch der Autorin? Sagt euch das gar nichts? Wenn ja, habt euch das jetzt angesprochen? Also ich kann eine klare Empfehlung aussprechen, deswegen steht jetzt hier auch Werbesendung, obwohl ich dafür natürlich nicht bezahlt wurde. Das Buch haben wir uns alle selber gekauft. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Leserunde dieses Buch ausgesucht hat und ja, freue mich, dass ich Melanie Rabe als Autorin entdeckt habe dadurch und bin sehr gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Ja, das war's. Ich verlinke euch jetzt nochmal irgendein anderes Video. Vielleicht den Lesemonat oder irgendein anderes buchiges Video und natürlich das Abo. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen möchtet. Und wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Bis bald.